Hallo Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir einen Jahresrückblick über unseren Kanal. Und was 2020 passieren wird. Richtig. Also kommen wir jetzt mal zur ersten Frage. Also wir haben uns jetzt quasi Fragen selber aufgeschrieben, oder? Ja, genau. Die wir quasi gerne chronologisch durchgehen würden. Und dann nehmen wir die erste Frage durch. Also kommen wir zur ersten Frage. Was war in euren Augen das Beste und was war eher nicht so gut 2019? Ich fange an, mein allererstes, also wo ich angefangen habe mit diesem Headset, das hat mich sowas dann abgefuckt, dieses komische Headset da. HyperX ist ein gutes Headset, muss ich dazu sagen, aber der Ton von meinen allerersten Folgen, gerade bei Sherlock Holmes, hat man es deutsam gemerkt, dass es absolut keine gute Qualität war. Das war schon der schlimmste Moment, glaube ich. Ich glaube, der Anfang von uns, ne? Der war echt schlimm. Ja. Obwohl du Ton nicht mit deinem Headset besser hattest. Also das Logitech G29 habe ich ja. Also kann man echt nicht meckern darüber. Also für die Anfänge war das nicht so schlecht wie dein Mikrofon. Ja. Aber ich denke mal, wo wir das Mikrofon gekauft haben, das war schon wirklich. Das auch ohne. Das war tip top. Ja, das war's besser. Ja, das hat uns dann besonders gefallen, gerade wie wir zu hören sind, tonlich. Bin zwar immer noch nicht ganz mit meinem Ton zufrieden. Ist man wahrscheinlich auch nie. Das wird man ja. Also, das war halt das Beste. Ja, und dass wir natürlich ein paar Abonnenten dazu gewonnen haben, das war auch sehr schön. Das hat wahrscheinlich ja. Eher auf dein Minecraft zu. Auch Destiny. Ging. Destiny hab ich auch plötzlich. Einfach Xerox, das hat mich gefreut, dass da quasi einer mal was geschrieben hatte, schöne Worte dafür gefunden hatte, weil ich sitze ja teilweise ein bisschen in die Nacht rein und schneide alles. Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Wart ihr immer einer Meinung? Ja. Nein. Ja. Meistens schon, die letzte Zeit dann nicht mehr. Nein. Aber ich denke schon, also wir haben dieses Projekt zusammen gestartet. Du hast die grafischen Komponenten gemacht, das sehr, sehr geil aussieht. Mein naja. Geschmack, ich finde es gut. Ja. Auch das WBS mit dem Stern gefällt mir. In 3D. Ja. Ist natürlich schnell gemacht, klar, grafisch ist es keine Meisterleistung. Nee. Aber. Bin ich auch kein Grafiker, ich bin Werkzeugmechaniker. Bin ich Bäcker. Wir tun weder noch arbeiten. Das ist auf jeden Fall, wir sind nur Freizeit-YouTuber. In Freizeit haben wir nicht viel. Also, wir waren nicht einer Meinung. Nicht aber immer. Wann ist man das im Leben schon? Ja. Und Brüder streiten sich auch gerne mal. Ja. So, kommen wir zur dritten Frage. Was kommt 2020 auf unseren Kanal? Ja, wir haben uns gerade unterhalten und sind erstmal der Meinung, dass wir eine Solo-Karriere starten. Dazu kommt noch spezifisch auf unserem Kanal nochmal eine Kanalvorstellung, quasi von meinem Kanal dann. Ich werde quasi den eigenen Kanal probieren. Ich glaube, das ist wie im Musikgeschäft. Man startet so mit einer Boyband und dann versucht ja jeder so ein bisschen seins zu machen. Und das wird auch bei uns passieren. Ab 2020 werden wir versuchen, ein bisschen solo was zu machen, werden aber zusammen auch noch was bringen. Wie wir das alles regeln, wie das wird, werden wir sehen. Das wird alles noch folgen. Also, ja. Erzähl mal dein Problem, weil aktuell seht ihr bestimmt fast nur von mir Videos. Warum kommt das? Ich habe schlechtes Internet bei mir aktuell. Beziehungsweise manchmal gar kein Internet. Also wenn ich arbeiten bin, da hätte ich Internet, aber da ist jeder arbeiten und abends, wenn alle zu Hause sind und ihre Pornos sich angucken oder Fußball gucken, dann ist einfach ganz schlechtes Internet. Ja. Dazu 1000 bis 0,5 Mbits und damit kannst du nichts mehr machen, da kannst du gar nichts mehr machen. Von daher. Ich hatte auch gedacht, da kommt zu Minecraft zu unserem Projekt ein bisschen PvP, das wäre cool geworden, aber leider Gottes hat er, wie gesagt, er ist jedes Mal vom Server geflogen und ich hätte da ehrlich gesagt auch keine Lust mehr dazu. Ja. Deswegen. Also ich kann gerade nur noch meine solche Age of Empires oder sowas, das spiele ich aktuell gerade, weil es einfach ein Singleplayer ist, aber. Ja. Na, nichts, was online ist. Genau, das ist online cool. Kannst du. Sonst hätte ich gesagt, wir treffen uns mal online und spielen mal gegen die höchste Schwierigkeitsstufe vom PC. Das kommt vielleicht nächstes Jahr auf unseren Kanal. Ich schaff's, also. Ja, wir schweifen ab. Wir schweifen. Weil Age of Empires hat eine neue Definitive Edition. Oh, und da bist du woanders drin. Nee, das ist auch, es gibt eine neue KI. Gibt aber auch eine wir neue, schweifen ab. Gibt das kommt dann noch. Gibt auch ein neues Age of Empires, glaube ich. Ne? 4? Ja, kommt bald. Ja. Naja. Dann machen wir weiter.
Frage 4. Wer ist euer YouTuber 2019? Gibt's viele, aber durch ihn habe ich auch Pete Smith. Also ich muss sagen, Asche über mein Haupt. Ich habe Julian Bam und Pete Smith niemals wahrgenommen auf YouTube. Er hat mir dann gesagt, gucke mal hier, Märchen Asozial und die Pete Smith. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt an diese beiden Formate, Pete Smith und allgemein auch Julian Bam. Machen sehr, sehr viel coolen Content, machen das in der Perfektion, sag ich mal. Also Pete Smith ist für mich einer der besten Kanäle 2019, 2018, 2017. Ach, die machen muss ich schon so lange. Sagen. Ja, lange. Die machen seit 2000 und keine Ahnung. Aber muss ich sagen, wenn man dann Gronkh dazwischen stellt, und das ist auch nichts gegen Gronkh oder so, aber Gronkh bringt dann halt ein Aufnahme-Let's Play, was man wegen ihn guckt, hauptsächlich. Und bei Pete Smith ist es halt wirklich sehr, sehr viel Unterhaltung und da hast du fünf Typen, die astrein sind. Ja, stimmt. Und die gucke ich eigentlich so gerne. Das sind wirklich ganz tolle. Und Julian Bam ist außer Frage super. Ja, sehr hochwertige Videos machen die. Ja, sehr viel Arbeit. Deswegen, unsere YouTuber, machen wir zwei. Julian Bam und Pete Smith. Das sind wir eins eigentlich. Nee, das ist gut. Sind wir mal eine Meinung? Gibt's auch mal. Ich weiß nicht, darf man das in die Videobeschreibung packen, falls ihr die nicht kennt? Aber ich glaube, ihr kennt Pete Smith. Also ich glaube... Viele gibt es, die kennen die nicht. Also ich muss sagen, Pete Smith hat ja weniger Abonnenten als Gronkh. Oh, Gronkh hat mehr Abonnenten. Aber die haben mehr Kanäle. Ja, Pete hat, Smith TV. Gronkh hat 5 Kanäle und okay. Pete Smith hat... Lassen wir mal mit Pete Smith, genau. Wir haben das ja. Wir lassen schreiben wir wieder mal. Ab. Lass mal da. Warum filmst du jetzt? Das war meine Augenkern. Dann mach mal weiter. So, dann kommen wir zu... Frage 5. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ganz klar, ich kann von YouTube leben. Ja? Okay. Also ja, also sollte schon irgendwann mal was. Ich sag mal so ein paar Groschen. Und wenn es nur 50 Euro sind, wäre ich mir schon glücklich. Ganz ehrlich, so als Nebenverdienst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist. Also daher, das ist schwierig das zu ist beantworten. Ist er ist ein älterer, ein alter Sack noch. Ich bin Junge 22, ja, 31. Wo brauchst du? Ja, ich bin 31. Das war keine Frage, das war... Das war so leicht als Frage von mir. Oh, okay. Ja, hätte sein können, dass du schon 32 bist. Das wirst du erleben nächstes Jahr. Ja. Ne, es sind immer 9 Jahre. Also 22 plus 9 ist 31. Siehst du? Ja, so merke ich das. Ja. So. So. Frage 6. Was nervt euch auf YouTube oder hasst ihr? Gewinnspiele. Ganz einfach. Gewinnspiele, wenn... Weil das kannst du faken. Ich mache jetzt in die Kommentare schreiben und ich wähle einen davon aus und ihr bekommt irgendwas von mir geschenkt. Keine Ahnung. Und sowas hasse ich. Weil das kann man so schön faken. Ich finde... Also ich hasse es, wenn man nicht authentisch ist. Also man sollte einfach so sein... Wenn man was verspricht oder wenn man sich verbiegt oder so. Man sollte so sein und sich so zeigen, wie man auch wirklich ist und genau. Ah, so ist es. So, dann Frage 7. Reacted. Na gut, das Frage 7 ist, Frage 1 beschiebig. Wir sollten nur zeigen, was wir meinen. Vielleicht blende ich dann was ein, ne? Machen wir weiter mit Frage 8. Frage 7 überspringen wir mal. Aber dann muss ich ja trotzdem Frage 7 sagen, oder? Wir sind doch gerade, ich habe da gesagt, was passiert. Ich werde gleich was einblenden. Das Frage 7 ist alles quasi gedacht für Frage 1. Okay, was wir machen weiter, das ist schon wieder langweilig. Genau. Okay. Frage 8, was fuckt euch ab auf euren Kanal? Also, was nervt uns da? Die Abonnentenzahl. 8 Abonnenten. Das nervt mich. Oh. Ich hätte gerne, dass wenn ich 10, 12. Das wäre schon eine höhere Zahl, aber wir sind immer nur einstellig. Das nach August. Nee, August. Ja. Mitte August war das. Kannst du es über Kanalinfo auch einsehen? Ich will. Und was fragt dich ja? Auch schon die Abonnenten, ja. Aber eigentlich man auch das. Ja zwingen, aber. Aber eigentlich schon, dass man eigentlich mehr Qualität bringen möchte und die Qualität einfach nicht. Aber kein Geld haben wir hinbringt. Wir machen halt mit dem Handy. Naja, es liegt aber auch ein bisschen dann an seiner Persönlichkeit auch. Man könnte ja trotzdem mehr Zeit in YouTube investieren, aber das kann man manchmal gar nicht. Das fuckt den ab, dass man eben dann trotzdem noch arbeiten muss und dann eigentlich... arbeiten wie... Ne, ist das so? Ja, klar. Mehr Freizeit, mehr Spiel. Mehr Döner.
So. Ja, ganz durcheinander. Fuck. Ah, ja. Frage 9. Was war euer Moment? Ja, ich saß zu Hause, hab mein allererstes Minecraft-Video, die Stadthalle, mir angeguckt und dachte mir, what the fuck, was geht hier ab? 50, 51, 52, hat der dann per WhatsApp noch was geschrieben, sag ich, okay, geht irgendwas ab. Das war so ein bisschen mein erster Warnmoment, wo ich gemerkt habe, ein Video geht durch die Decke. Wir sind momentan bei 250 Aufrufe. Vielen Dank dafür und das war mein Warnmoment. Ja, sehr schön. Ja, was mein Moment war, ich hatte keinen Moment. Schade. Ich fand das Reacten cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Wo dann trotzdem auch relativ hat aber auch 81, kam, ja. 81 Klicks hat's. Danke an diese Stelle. Aber im Moment wäre wahrscheinlich auch bei mir was Größeres, wo auf einmal zack, 10.000. Das war geil, ja. Das war ein Moment, aber okay, wenn das für dich schon ein Moment ist, das zeigt ihn. Das hat mich gefreut, ey. 52 Aufrufe, wow! Nee, so richtig, das ging auch ganz schön ab. Das also, Kind ja kam ein. Das war halt, wir hatten sonst immer Aufrufe 40, 50 oder so, wenn es gut kam und dann auf einmal 300. Nicht dran, nee, es ging dann über 100, ne? 250 habe ich jetzt aktuell. Ja, war schon das Beste. Bisher. Genau. Frage 10, Spiel des Jahres. Was ist dein Spiel des Jahres? Soll ich anfangen? Ich ja. Fange damit an. Für mich ist Age of Empires the Definitive Edition. Da bin Age of Empires, wo ich kleiner Junge war, bei meinem Papa auf dem PC spielen konnte, war Age of Empires mein absolutes Lieblingsspiel. Das war auch die 1, dann kam die 2, das habe ich auf LAN-Partys mit Kumpels gezockt. Voll geil. Und jetzt die Definitive Edition, nochmal neu, 4 neue Völker. Und einfach nochmal eine richtig geile Grafikauffrischung. Alles geil in dem Spiel, alles richtig cool. Und ich mag Age of Empires, oh, die Definitive Edition. Spiel des Jahres für mich. Ich weiß gar nicht, aber gerade auch weiß nicht, wie lange kam das dieses Jahr? Nee, so jetzt so. Boah, was kam denn dieses Jahr alles raus? Fällt gerade nichts ein. FIFA 20? Hab ich nicht gespielt. Oh, hast du nicht? Ja, du hast ja gerade was Gutes genannt. Schließ mich an. Oder schließt es gar nicht. Aber muss das dieses Jahr überhaupt rausgekommen sein? Destiny 2? Ja, das hat... Ist aber dieses Jahr nicht rausgekommen. Nee, aber kein Spiel des Jahres für mich. Ja, Destiny 2. Ich hab's ja auf unserem Kanal. Könnt ihr gerne gucken. Playlist habt ihr quasi in der Videobeschreibung. Nö, muss ich sagen, ich fand's cool, dass es kostenlos geworden ist. Und ich konnte es einfach ohne was zu bezahlen, Teil 2 mal zocken. Und ist es denn eigentlich so pay-lastig? Muss man dafür auch viel bezahlen? Nein. Wie nehmen die sich dann eigentlich dann? Ja, du kannst so kannst du einen Saisonpass, glaube ich, kaufen, wo du bessere Belohnung kriegst. Was so eine Saison läuft, einen gewissen Zeitraum, da hast du quasi solche Belohnung, die du kriegst, Rüstungsteile und so weiter. Und du hast dann ein Artefakt, mit dem levelst du dann quasi. Da kann man ein bisschen Geld ausgeben und ja. Auch durch die Erweiterung nehmen die Geld ab. Ach, die sind nicht kostenlos. Nee. Ah. Du hast 2 Mini-Erweiterungen noch dabei in der Kiste. Aber Forsaken, glaube ich, und Shadowkeep musst du, glaube ich, selber bezahlen. Auf dem Mond. Also mit der Erde des Mond. Und die immer noch. Das sind die Hands. Ist cool. Ja. Das ist ja auch für jeden selbst das Spiel des Jahres. Weil hat er jetzt so sein. Genau. Es gibt bestimmt noch Spiele. Ich hab gerade überlegt, mir fällt keins ein. Red Dead Redemption bestimmt auch sehr, sehr geil. Hab schon leider noch gar nicht gespielt. Ich auch. Aber das ist auch nicht so mein Genre, was ich spielen würde. Weil das noch nie probiert hat. Scum! Klar, ich kann dich auch noch zu. Scum! Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Hat mir sehr viel Spaß. Ist jetzt so Tatsache sehr, sehr weit entwickelt. Man kann jetzt richtig viel noch mehr machen. Kannst du einiges bauen, ne? Ja, nicht nur bauen, es ist halt jetzt auch sehr weit entwickelt. Nicht so unterentwickelt, wo wir es gespielt haben. Und trotzdem haben wir 200 Stunden gespielt. Und ich habe mit meiner Frau, mit der jemand da, habe ich dort ein Auto geklaut. Und auf einmal, dann konnte man nicht mehr Auto fahren, weil das Geld dafür... Ja, also uns explodiert. Wir haben es geklaut und bei der nächsten Schramme ist es schon hochgegangen, das Auto. Wir sind dann einfach nur gestorben in dem Auto. So, Frage 13. Welches Spiel ist denn ab? Wollen wir es mal reinnehmen? Sorry, ich habe da so ein paar Ideen gehabt und die habe ich dann einfach nur zum Papier gebracht oder auf die App. Und
Es ist jetzt ein bisschen was doppelt gemoppelt, deswegen machen wir mal weiter. Frage 14 und damit die letzte. Gibt es Kindheitserinnerungen? Zu meiner Kindheit habe ich damals die Xbox bekommen, die allererste. Und da war Halo. Das war ein geiles Spiel. Hast du... Ja, genau. Nee, finde ich auch sehr geil. Halo. Also, weiß ich auch mal, wo er als kleines Kind in mein Zimmer kam und ich sage, du bist noch viel zu jung, geh mal weg. Wie seid ihr unter Brüdern ist. Ne? Was holst du jetzt? Die heilige Halo-Bibel wird geholt. Ja, also Halo, ich denke mal, das ist unser eigentlich absolutes Lieblingsspiel, ist Halo. Oh, die ist aber schön verschollen. Ich glaube, das absolute Favorite bei uns beiden ist Halo. Ja, bitte warten, Neon sucht jetzt hatten wir das Spiel. Perfekt! Wahrscheinlich sind auch alle Halo-Spiele heute. Ja, hab ich gezeigt. Da kann man ja gerne mal ein Video drüber machen über die ganze Halo. Die heilige Halo-Bibel. Ja, Halo ist schon geil. Das sieht man hier. Halo ist ganz schön. Tolle Bildchen und. Also unser absolutes Lieblingsspiel ist Halo. Ja. Da sieht man alles. Und da kann man ganz viel lesen. Und irgendwo sind auch die Aliens alle drin beschrieben. Ist einfach geil. Was kam das Buch? 40. 40 Euro. Ja, ja. Ja, da ist der Master Chief. Ja. Ja, sehr geil. Ich habe auch alle Spiele. So, und dann jetzt sind wir durch bei der Fragenrunde. Ich denke mal, viele Antworten haben wir gegeben. Wir danken fürs Zuschauen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht gut rein, aber nicht so sehr. Nämlich gefährlich. Genau. Und La Bambas sind, ne? Wir wünschen euch viel Spaß noch mit weiteren Videos. Ob es mit uns ist oder mit anderen. Kommt auch mal ein Info-Video direkt, wie es weitergeht auf unserem Kanal. Ihr habt es ja quasi schon gehört in dieser einen Fragenstellung. Kleines Video kommt dazu auch nochmal. Und dann. In diesem Sinne, schönen Tag, schönen Abend. Ja. Euer Asta. Und? Ja. Bis bald.